Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute die Wunderbox für euch und ich habe das Paket aufgemacht und hatte das jetzt 2-3 Tage da stehen, habe noch nicht reingeguckt, habe mir extra keine Videos von den anderen angeguckt, weil ich mich nicht spoilern wollte. Aber ich habe bei der lieben Kolchen, habe ich leider gesehen, die hatte auf ihrem Thumbnail hatte die irgendwie was mit Matterhorn. Irgendwas war da drauf und Wunderbox. Und ich dachte nur so, oh nein, ich wollte es gar nicht wissen. Aber ich weiß noch nichts Genaues. Ich weiß nicht, was drin ist. Also das, keine Ahnung. Also ich mache die jetzt auf und ich greife jetzt einfach rein. Ich finde übrigens, diesmal ist sie sehr leicht, so vom Gefühl her. Das habe ich schon gedacht, als ich das Paket bekommen habe. Da ist jetzt auch wieder erst der Zettel drin. Da gucke ich jetzt auch nicht rein. Und dann hole ich einfach mal das erste raus, was da so drin ist. Ein Lidschatten in der Farbe, ich gucke mal, Gamsbad. Ah, okay, und das ist auch kein Refill, sondern das ist einer mit Verpackung. Total cool. Ich finde auch die Verpackung schön. Ich habe noch keine Kosmetik-Cosmo-Lidschatten, doch einen, aber den habe ich in so einem Refill, der war auch mal in der Wunderbox. Und das ist jetzt die Farbe. Ich swatch die mal. Swatch ich die? Ja, ich swatch die mal. Was ein Braun. Ich glaube, so eins habe ich noch gar nicht. Also ich nenne solche Dinger ja immer... Okay, ihr dürft jetzt bitte nicht schimpfen, ne? Ich nenne die immer so Kackbraun. Weil, ich weiß auch nicht, es ist so ein... Einfach ein Kackbraun. Oh Gott, ich kriege jetzt bestimmt voll die schrecklichen Kommentare. Ja, na, Fäkaliensprache. Aber egal, bisschen Spaß muss sein. Ja, Gamsbad. Ich glaube, das hat sie gut benannt. Also Gams ist ja irgendwie Ziege, Ziegenbad. Also von daher, ja, sieht aber wirklich interessant aus. Und eine gute Pigmentierung. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ton. Scheint matt zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Es hat so ein bisschen so einen Sheen. Aber ich glaube eher matt. Also das ist schon mal eine richtig tolle Farbe. Okay, da ist noch was Viereckiges. Noch ein Lidschatten. Schwarze Piste. Okay, schwarzer Lidschatten. Ich muss überlegen. Ich war schon ewig vor diesem MAC Carbon. Ist es Carbon? Ja. Vor dem stand ich schon 100.000 Mal. Und es gibt viele YouTuber, die sagen, man muss dieses Schwarz nicht haben, weil es gibt günstigere Schwarztöne. Aber ich weiß, dass Schwarz immer so ein Must-Have ist. Und ich hatte bis jetzt noch keins. Und oh mein Gott, schaut mal, das ist so schön schwarz. Der absolute Knaller. Okay, Achtung, ich gehe wieder rein. Okay, es ist jetzt, glaube ich, nicht so mega pigmentiert, aber lässt sich dann bestimmt auch gut aufbauen. Finde ich eigentlich immer ganz gut bei Schwarz, wenn es nicht so richtig krass schwarz ist, weil dann manchmal lässt es sich einfach vielleicht auch schlecht verblenden. Kann ich mir so vorstellen. Also so habe ich immer die Probleme mit meinen sehr, sehr dunklen braunen Lidschatten. Wenn die zu stark pigmentiert sind und man trägt gleich zu viel auf, dann... verblendet man dann 10.000 Mal und irgendwie wird es dann doch nicht gut. Also das ist schon mal richtig cool. Vielleicht kann man den auch als Eyeliner benutzen. Dann tatatata, nochmal was Viereckiges. Oh mein Gott, noch ein Lidschatten. Edelweiß. Oh, schön, eine helle Farbe. Das ist auch immer schön. Finde ich cool. Also ich muss sagen, dass diese Kosmetik-Cosmo-Boxen... Die erste hat mich irgendwie, glaube ich, nicht so geflasht. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Aber dann, bis jetzt, sind die wirklich super. Jo. Edelweiß, schauen wir mal. Oh ja, ein richtig schönes, cremiges. Es ist kein so ein Weiß, wie jetzt hier von der Bluse, sondern das ist so ein schöner Cremeton. Und jetzt gehe ich da auch mal rein. Ja. Oh mein Gott, was für eine schöne Farbe. Ja, ihr seht ja jetzt wahrscheinlich überhaupt gar nicht, weil es ja eh hell ist. Aber das ist eine schöne Verblendefarbe. Leider, was ich sehe, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber die krümmeln ziemlich. Zumindest der jetzt hier und der braune hat auch ein bisschen gekrümmelt. Der schwarze nicht so. Vielleicht ist es aber auch an meinen Händen. Vielleicht ist das mit dem Pinsel nochmal anders. Ich finde es jetzt nicht mega schlimm, dass es krümmelt. Ich habe andere Lidschatten, die krümmeln auch. Aber eine richtig tolle Farbe. Ich freue mich. Drei Lidschatten sehen irgendwie aus wie so... Ich weiß auch nicht, wie so Augen oder so. Ganz eigenartig. So. Nochmal was Viereckiges. Oh mein Gott, noch was Viereckiges. Oh, noch ein Lidschatten.
Oh mein Gott, aber diesmal hat die liebe Coco zu viel Lidschatten zu Hause gehabt und wusste nicht, wohin damit und hat sich gedacht, okay, Wunderbox, Lidschatten. Ach so, jetzt habe ich gar nicht nach der Farbe geguckt. Die steht bestimmt hier auch nochmal drauf. Granit. Oh, das ist bestimmt ein schönes Grau. Ja. Total toll. Ich liebe Grautöne. Super für einfach nur so ein bisschen Schatten und so weiter und so fort. Ich mache das jetzt, testen wir den nochmal, weil ich habe nämlich jetzt gar nichts auf meinen Augen, nur das Hell. Und der krümelt auch. Ich bin nur so drauf und dann geht gleich alles ab. Oh mein Gott, da muss man aufpassen. Und das wird jetzt bestimmt so ein Fail-Video. Ich lache mich tot. Oh Gott, die krümeln aber ziemlich. Jetzt habe ich natürlich keinen Spiegel. Ach, Jana ist wieder sehr gut vorbereitet. Aber egal, ich nehme so einen kleinen. Also Pigmentierung ist super. Ich habe jetzt extra so einen fluffigen Pinsel genommen, dass sich das gleich so ein bisschen schön verteilt. Ja, super, oder? Und natürlich die andere Seite auch noch machen. Sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Oh Gott, oh Gott. Boah, die krümeln ja übelst. Übelst, übelst. Vielleicht wollte sie auch deswegen in die Wunderbox machen, damit sie weg sind, weil sie so doll krümeln. Ich weiß es nicht. Aber wenn man vorher wirklich ein bisschen so abschlägt und was da so krümmelt und dann geht das wirklich sehr schön. Erinnert mich übrigens an die Farbe Copperplate von MAC. Copperplate ist ein bisschen heller, aber sieht sehr schön aus. Und wie gesagt, lässt sich eigentlich auch so ganz gut auftragen. So, Haare wieder normal. Weiß jetzt nicht, wie ihr das so findet, aber ich finde die Farbe sehr schön. Okay, 4 Kosmetik Cosmo Lidschatten, das ist natürlich schon der Knaller. So, und jetzt ist da noch ein was drin, aber das ist nicht viereckig, das ist rund. Ein Nagellack. Nordwand. Total schön. Schaut mal. Ich liebe ja solche Farben. Nein, eigentlich mag ich knallige Farben. Also alles, was ja auch so ins Neon geht und extrem pink und so weiter und so fort. Rot, gelb, grün. Aber ich mag auch wirklich solche Farben. Gerade wenn man irgendwie was Neutrales möchte und oder abends irgendwie weggeht und schick weggeht und so, finde ich eigentlich solche Farben immer besser, weil die einfach auch zu allem passen und einfach nur nach nichts aussehen. Also sie sehen schick aus, aber nicht so, ihr wisst schon. So, ich guck mal. Ja. Ey, ist ja total doof, ne? Ich hole das raus und guck's mir an. Was wollte ich eigentlich gucken? Eigentlich wollte ich gar nichts gucken. Ich wollte gucken, wie das Bürstchen ist, aber es ist ein ganz normales Nagellackbürstchen. Oh Gott, heute habe ich wieder so voll das super Video gemacht. Ja, ein bisschen chaotisch, wie immer, wenn ich so mittelmäßig unvorbereitet bin. Aber ja, habt ihr die Wunderbox auch? Gefallen euch die Sachen? Wie findet ihr die Lidschatten? Hat irgendjemand da draußen Kosmetik Cosmo Lidschatten? Und kann mir mal sagen, warum die da so rumkrümeln, ob das nur bei mir jetzt so ist oder ob das bei euch irgendwie auch so ist. Und ja, ansonsten natürlich wie immer eine gute Zeit und verzeiht mir bitte heute ein bisschen Verpeiltheit und so. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Tschüss! Gott, sehe ich ja jetzt erst. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit gefilmt mit diesem komischen Fleck da an der Seite. Oh mein Gott. Okay, ich weiß nicht. Also wenn die so rumkrümmeln, sind die natürlich nicht so der Renner. Geht es jetzt? Ja. Peinlich.